Ahoi, meine lieben Freunde! Willkommen zu einem weiteren neuen Part meines Let's Plays von The Legend of Zelda The Wind Waker. Und im letzten Part habe ich es hier auf der schimmernden Sichel tatsächlich geschafft, insgesamt 15 blaue Schleimgelees zusammenzukratzen. Ich habe es endlich geschafft. Und jetzt gibt es hier aber wieder mal ein U-Boot in der Nähe der schimmernden Sichel. Und da will ich natürlich noch reingucken, was ich da für eine Belohnung bekomme. Wenn das hier schon so einsam rumdümpelt, muss ja irgendwas Besonderes da drin sein. Oh, es ist schon wieder alles voll mit Petiblins. So. Aha. Okay, ein Petiblin. Wartet mal, vielleicht... Zack! Ich will eigentlich mal eine riesen Wirbelattacke machen. Yeah! Massaker! Ey, da gibt's so viele Rubine! Oh, Alter, seid ihr wahnsinnig? Das gibt's ja nicht. Wie viele sind denn das hier? Es werden einfach immer mehr und mehr. Nein! Ich komme gar nicht dazu, mir eine große Wirbelattacke aufzuladen. Ah, jetzt. Okay, man muss ganz schön viele besiegen, damit die Leiter runterkommt. Und hier ist jetzt wieder eine Schatztruhe. Und was machst du denn hier drin? Verschwinde. Und ich habe eine weitere Schatzkarte hier drin gefunden. Cool, es ist zwar keine Spezialkarte, aber es ist dafür eine reguläre Schatzkarte, was auch sehr gut ist. So, gut, also dann, raus hier! Volle Energie, so, Pfeile auffüllen. Die kommen hier immer noch von überall, aber jetzt können die mich mal. Oh, Grafikbug! So, da werden wir gleich mal gucken, was ich hier noch für eine Schatzkarte bekommen habe. Die Nummer 9 scheinbar. Okay. So. Ich habe es euch ja versprochen, Freunde, und ich werde es jetzt auch wirklich tun. Ich gehe nach Portemonnaie und lasse mir blaues Elixier machen. Ja. Weil jetzt habe ich endlich 15 blaue Schleimgelees, weil ich auf der schimmernden Sichel gleich 2 Exemplare bekommen habe. Das machte diese Insel so besonders. Also dann, ja, seht es euch an. Die vollständige Seekarte sieht einfach nur cool aus. Auf nach Portemonnaie! Ach ja, endlich wieder hier. Nach einer etwas längeren Zeit, nach ziemlich vielen Parts, bin ich endlich wieder hier. Da kann ich mir auch gleich mal 15 blaue Schleimgelees auf einen Knopf legen. Dann mache ich mir endlich blaues Elixier hier auf Portemonnaie. Und dann habe ich das endlich mal geschafft. Da bin ich auch sehr stolz drauf. So, guckst du hier? Das ist doch ein Schleimgelee? Uiuiuiuiui, was für eine seltene Farbe, etwa eine neue Sorte? Ich hole mir meine Gelees ja immer von der Tapseninsel, da wimmelt es ja nur so von Schleim, aber welche in dieser Farbe habe ich da noch nie gesehen. Wie dir bestimmt schon klar ist, bin ich ein begnadeter Alchemist, ein aufgehender Stern am Elixierbrauerhimmel. Sehe ich etwas Neues, küsst mich gleich die Muse. Ja? Ja? Ja?
Ja! Ja, 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 ja! Sie hat mich geküsst, die Muse, mein Junge, die Muse, sie hat mich geküsst! Ich werde mit diesem neuen Schleimgelee ein neues Elixier kreieren. Seit 10 Jahren gebe ich mich nun schon der Elixieralchemie hin und nun also erweitere ich wieder einmal meinen Horizont. Ein neues Schleimelixier ist geboren. Es ist fertig. Das neue Wundermittel aus herrlichem Schleim. Bitteschön, braufrisch ist es und du sollst es haben. Oh yeah. Von nun an kann ich mir hier immer alle 3 Elixiersorten kaufen. Juhu, hurra, heißa! Diese neue Errungenschaft der Elixierbraukunst stelle ich mir gleich auf die Theke. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Und jetzt endlich bin ich in der Lage, mir hier in der Apotheke alle 3 Arten von Elixier kaufen zu können. Ich will eigentlich mal wissen, wie das eigentlich, wie viele kosten. Okay, rotes Elixier, 20 Rubine. Füllt die gesamte Energie mit einer Flasche wieder auf bei Erschöpfung, die absolute Rettung. Grünes Elixier, das kostet sogar nur 10 Rubine, also richtig billig. Füllt die gesamte magische Energie wieder auf. Mit einer Flasche davon im Gepäck zaubert es sich gleich viel beruhigter. Und blaues Elixier, 60 Rubine. Füllt sowohl Energie als auch magische Energie ganz auf. 2 in einem, davon sollte man immer eine Flasche dabei haben. Ja, das ist auch das beste Elixier. Das Einzige, was noch besser ist, ist Omas Suppe. Weil das ja noch bei maximaler Energie meine Angriffsstärke verdoppelt. Aber das blaue Elixier ist ebenfalls sehr gut. Und jetzt habe ich auch wieder 2 Flaschen voll damit. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Es ist halt leider in meiner Beutetasche wieder der Platz frei, weil ich ja die 15 blauen Schleimis verbraucht habe. Aber dafür kann ich mir jetzt hier immer wieder eins kaufen. So, und da ich ja gerade wieder so schön auf Portemonnaie bin, werde ich, glaube ich, jetzt mal wieder zu Dolores gehen. Also ihr wisst ja schon, das reiche Mädchen, was früher arm gewesen ist, die hat mich ja gebeten, einen Brief für sie abzugeben. Und ich glaube, jetzt müssen ja schon mehr als genug Tage vergangen sein, dass jetzt der Postbote den zustellen will. Weil in diesem speziellen Fall wird der Antwortbrief nicht in einem Briefkasten erscheinen, sondern der wird persönlich von einem Orni-Postboten zugestellt, also gehe ich jetzt wieder mal hier rein. Ja, da haben wir noch schon. Also wirklich, was sind Sie nur für ein sturer Mensch? Schweig! Ich sagte doch bereits, ich dulde bei mir keine Postboten! Los, verschwinde! Aber dabei habe ich mich extra zur verwunschenen Bastion gewagt, um einen Brief von einem Herrn Momo abzuholen. Du sollst schweigen und jetzt verschwinde! Dann bestätigen Sie mir doch wenigstens und unterschreiben Sie hier. Schweig, habe ich gesagt! Raus aus meinem Haus! Nur eine Unterschrift, dass ich hier war! Schweig endlich, hau ab! Das muss ich mir nicht länger bieten lassen. Sie sind ja wohl wirklich nicht mehr zu retten. Ich muss hier raus, sonst vergesse ich mich noch. Dieser aufdringliche Postbote, ständig belästigt er mich mit irgendwelchen Briefen von irgendeinem Herrn Momo oder wem auch immer. Aber so weit kommt es noch, dass sich irgendjemand an meine geliebte und einzige Tochter Dolores heranmacht. Ganz egal von wem, ich übergebe ihr keinen einzigen Brief. Ja, das ist natürlich ziemlich blöd. Weil jetzt kriegt Dolores ihre Antwort von Momo gar nicht. Also muss ich jetzt mal kurz raus und den Postboten suchen. Der müsste sich jetzt irgendwo hier rumtreiben. Irgendwo hier. Ah, ich glaube, vielleicht steht er hier oben. Nee. Das ist unser Hasenzähnchen-Freund. Der muss aber irgendwo hier sein. Hm, komisch. Ich weiß nur, der geht ja. Und dann... Der müsste ja noch irgendwo auf Portemonnaie sein, weil der ja jetzt
Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß schon wo. Ich glaube, der ist jetzt in der Kaffeebar. Da werde ich jetzt mal vorbeischauen. Ich glaube, dass der wirklich in die Kaffeebar geht, um sich mal ein bisschen abzureagieren und ein Tässchen Kaffee zu schlürfen. Also werde ich auch da mal hingehen. Ja, da ist er ja wirklich. Ach, du bist es. Es ist mir richtig peinlich, dass ich mich vorhin in Dolores Haus so aufgeregt habe. Die Sache ist nämlich die. Ich wollte Dolores einen Brief von einem Molbly namens Momo überbringen, doch ihr sturer Herr Vater wollte das nicht zulassen. Ich konnte ihn nicht geben. Dieser sture Alte. Kaum sieht er einen Postboten an seiner Türschwelle, schon rastet er völlig aus. Dabei habe ich mich doch extra zur vermutschenden Bastion gewagt, um den Brief abzuholen. Ein Postbote, der seine Briefe nicht zustellen kann, der ist doch kein Postbote mehr. Aber naja, die nächste Zustellung wartet bereits auf mich. Wenn ich hier weiterhin Trübsal blase, verschwende ich damit nur kostbare Zeit. Übrigens, einen Postboten verscheucht der Alte ja sofort, aber gegen dich scheint er ja nichts zu haben, was? Ob ich dich wohl darum bitten könnte, Dolores den Brief an meiner Stelle zu übergeben? Was sagst du? Ja, aber gerne doch. Ist das dein Ernst? Danke, ja, manchmal muss man nur fragen, dann tun die Leute die netzen Dinge für einen. Hier, bitte sehr. Du hast den Brief eines Molbinnen erhalten. Der Brief verströmt eine leichte Parfümnote. Bring ihn zu Dolores. Ich verlasse mich also darauf, dass du ihn Dolores übergibst. Ja, keine Sorge, das werde ich jetzt auch sofort machen. So, Brief eines Molbinnen. Tja, dann spielen wir mal wieder Postbote. Selber werde ich am besten gar nicht ansprechen, sondern ich werde einfach direkt zu Dolores gehen und ihr den Brief zeigen. Ja, hallo. Bitteschön, hab was für dich. Das ist doch nicht der dein Brief von Momo! Geträumt habe ich von diesem Augenblick. Verzehrt danach habe ich mich. Lasse mich sofort lesen. Also. Ich, Momo. Du, Dolores. Ich dich gern haben. So gern. Zum Fressen gern. Hast du das gehört? Hast du? Was glaubst du? Ist das vielleicht... ein Heiratsantrag? Ja, so muss es sein. Endlich haben meine Gefühle Momo erreicht. Ich war noch nie so glücklich. Tralali, trala, heute soll unser Gedenktag sein. Der Gedenktag der Liebe von Dolores und Momo. Ach ja, ich musste ja unbedingt etwas als Dankeschön geben. Hier, zum Gedenktag unserer Liebe. Da bekomme ich doch glatt ein Herzchen geschenkt. Na, da sage ich aber recht herzlich Dankeschön. Ich hoffe, du freust dich auch. Ja, natürlich, über das Herzchen schon, aber dass du jetzt mit deinem Molblin... na, ich weiß nicht. So, das habe ich ja das letzte Mal irgendwie verbockt, wie ich hier war. Und zwar, wenn man von hier oben, vom Balkon runter springt, oder besser gesagt, sich einfach nur runterfallen lässt und genau hier landet, dann steht hier nämlich einfach so eine Schatztruhe rum, wo man sich einfach mal so 20 Rubine holen kann. So. Weil hier kommt man nämlich sonst nicht drauf. Hier findet ja immer die Auktion statt. Okay, dann gehe ich wieder. So, was kann ich euch hier eigentlich noch zeigen? Jetzt habe ich ja schon so viel erledigt, aber ich glaube ja, was ich euch noch nie gezeigt habe, das ist jetzt diese Sache mit den legendären Lichtbildern von Immanuel Kokfer. Aber dazu muss es mal ausnahmsweise wieder Nacht sein, dass das geht. So, jetzt ist es Nacht und
Immanuel Kokfer hat wirklich legendäre Lichtbilder für mich. Das sind Lichtbilder von Personen, die zwar im Spiel auftauchen, aber wo man nie die Gelegenheit hat, sie zu fotografieren, weil man die immer nur in Zwischensequenzen sieht. Also, das sind jetzt zum Beispiel Jabu. Den kann man zum Beispiel nur über diesen Weg bekommen, weil man den ja nur in dieser einen Zwischensequenz sieht und dann nie wieder. Oder eine große Fee oder Feenkönigin, die verschwinden ja immer sofort wieder, wenn man mit denen plaudert. Deswegen, das ist übrigens auch abhängig von der Mondphase. Also in dem Fall ist das jetzt diese Mondphase. Je nach Mondphase hat er, glaube ich, eben 8 verschiedene Lichtbilder für mich. Die muss ich ihm aber abkaufen. Aber ich glaube, eines zumindest kann ich ihm wirklich mal abkaufen. Ja, das geht übrigens nur, wenn man Assistent des Fotografen ist, die Fotobox Deluxe hat und in der Hauptstory so weit vorangeschritten ist, dass Ariel eben aus der verwunschenen Passion befreit wurde. Erst dann geht das, glaube ich. So, und dann bei Nacht einfach ansprechen. Link, wusstest du, dass heute ein wahrlich denkwürdiger Tag ist? Heute, vor langer, langer Zeit auf meiner unermüdlichen Mission, alle Geheimnisse der Fotografie zu ergründen, habe ich mein erstes legendäres Lichtbild gemacht. Ein legendäres Lichtbild ist ein Bild, auf dem ein Motiv zu sehen ist, das nicht von dieser Welt ist und die Vorstellungskraft der Menschen weit, weit übersteigt. Nur selten bietet sich die Gelegenheit für solch ein transzendentales Schnappschüsse, doch könnte ich mich wohl kaum einen Fotomeister nennen, hätte ich nicht eine stattliche Anzahl solch grandioser Lichtbilder. Übrigens, Link, da du dich ja auch ganz und gar wie ich der Fotografie verschrieben hast, wäre ich durchaus bereit, dir generös eines meiner legendären Lichtbilder zu überlassen. Falls du also noch Platz für ein Lichtbild in deiner Fotobox Deluxe hast, reich sie mir doch bitte mal kurz. Ja, ich hab sowieso Platz. Also dann, ich werde dir sogleich das Lichtbild in deine Fotobox speisen. Nun ja, unter einer klitzekleinen Bedingung, wie ich noch zu erwähnen vergaß. Immerhin handelt es sich um eine beispiellose Rarität, das kann natürlich nicht ohne einen kleinen Obolus vonstatten gehen. 50 Rubine muss dir das schon wert sein. Na, dann bezahlen. Besten Dank, na dann wollen wir doch mal. Ist das nicht ein grandioses Lichtbild? Ja, das ist eine große Fee. So, das war's. Du hast das legendäre Lichtbild für deine Fotobox Deluxe erhalten. Aber eigentlich ist für mich jeder Tag ein denkwürdiger Lichtbild-Gedenktag. Ich erwarte dich also morgen wieder. Ja, diese legendären Lichtbilder sind trotzdem was Besonderes. Ich meine, die sind zwar schwarz-weiß, aber diese legendären Lichtbilder, das sind die einzigen, die trotz der Tatsache, dass sie schwarz-weiß sind, vom Figurenmeister Minitendo akzeptiert werden, dass er daraus eben eine Figur macht, weil für alle anderen Personen, Gegner und Bosse und was weiß ich noch alles, muss es ja ein Farblichtbild sein, aber er hat halt diese Motive in seiner Jugend scheinbar geschossen, da gab es eben noch keine Farbfotografie, aber wie gesagt, die legendären Lichtbilder sind die einzigste Ausnahme, die trotz des Schwarz-Weiß-Motivs als Figurenvorlage akzeptiert werden. Ja, und je nach Mondphase kann ich ihm einige Lichtbilder abkaufen. Die kosten, glaube ich, eben alle 50 Rubine. Und wenn ich die dann eben abgebe, bekomme ich eben hier jetzt in diesem Fall dann eine kleine Figur von einer großen Fee. Also es gibt dann noch eben von der Feenkönigin, dann gibt es noch von Jabu, von den beiden Weisen, also von Frodo und Lart kann ich ein Foto bekommen, ja sogar von Ganondorf, ja, weil da werde ich auch nie die Gelegenheit haben, den zu fotografieren. Und auch vom König von Hyrule kann ich ein Foto bekommen. Also die, was eben ganz, ganz speziell sind, da kann ich die Fotos eben kaufen. So, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Wartet mal. Wie viele Trifos-Karten fehlen mir eigentlich jetzt noch? Lass mal erstmal die Wahnsinnskarte angucken. Ah, okay, ich habe gerade mal die Hälfte? Aha, okay. Okay, also mir fehlen noch 4 Trifos-Karten. Ja, also 3 davon liegen ja quasi in einer Linie. Und die andere, die befindet sich auf Präludin. Und ich glaube,
die wird auch diejenige sein, die ich mir zum Schluss als letzte holen werde, weil bis ich an die rankomme, das wird ziemlich lange dauern. Werdet ihr aber eh wissen, falls ihr das Spiel gespielt habt, werdet ihr eh wissen, warum. Aber gut, jetzt ist wirklich schon die Frage, was mache ich als nächstes? Ich kann immer noch so viel machen. Ich habe immer noch so viel Beute und so weiter. Aber gut. So. Na gut, dann mache ich jetzt ganz einfach mal einen Tag-Nacht-Wechsel, dass es wieder Tag wird. Ja, schon besser. Tim, 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 tim. Yo, ho, ho. Yo, ho, ho. Tja. Meine ganzen Rubine sollte ich mal wirklich erstmal in erster Linie dafür aufheben, dass ich mir eben die ganzen Triforce-Karten entschlüsseln lassen kann, weil ich ja insgesamt 3184 Rubine brauche, dass ich mir alle 8 Triforce-Karten von Tigel entschlüsseln lassen kann. Das heißt, beim speziellen Terra-Händler werde ich mir erst wesentlich später im Spiel die eine Schatzkarte und das eine Herzteil kaufen, weil kosten ja 950 Rubine und 900 Rubine, also ziemlich viel. Das sind mal fast 2000 Rubine dann beim Teufel und ebenso werde ich mir andere Spastitäten und Sachen halt noch nicht zulegen. Jetzt weiß ich aber wirklich nicht, was ich als nächstes tun soll. Ich meine, ich könnte mir mal Triforce-Karten holen. Ich hätte noch so viel Zeit für diesen Part, aber wisst ihr was? Ich glaube, jetzt mache ich mal was anderes. Ich will euch endlich mal kurz zeigen, wie das hier mit den fliegenden Händlern abläuft. So, Posttasche. Da hat man ja die Stadtblume, ne? So. Und auf 3 Inseln im Spiel begegne ich jeweils einem dieser fliegenden Händler. Und diese 3 Inseln sind Ichthusk, die Mutter- und Kindinsel und die Isla Bomba. Und ich werde mich am besten, weil es einfach am praktischsten ist, nach Ichthusk begeben. Und dort mal diesen fliegenden Händler aufsuchen. Wären wir auch schon wieder bei Ichthusk, allerdings ein bisschen weiter weg. Die fliegenden Händler sind, soweit ich weiß, aber von Anfang an im Spiel, also die tauchen nicht irgendwie auf, wenn ich hier jetzt die Stadtblume habe, nur bringt es mir halt anfangs nichts, wenn ich nichts zum Tauschen dabei habe. So, auf Ichthusk ist der fliegende Händler, glaube ich, auf einem Floß zu finden. Ich glaube, irgendwo da vorne. So, wartet mal, kann ich hier so durch? Ja, genau, hier ist er. So, und ein ganz lustiges Easter Egg. Ich meine, guckt euch den doch mal ganz genau an. Alleine von Größe, Statur und Hautfarbe und Gesichtsmerkmale sieht er ja ziemlich bekannt aus. Und jetzt gibt es einen coolen Trick. Wenn man das Dekoblatt hat, dann kann man denen quasi ganz kurz den Hut vom Kopf wehen. Aha, seht ihr? Das ist ein Gorone. Ja? Normalerweise gibt es die im Spiel nicht. Es gibt nur diese 3 Goronen im Spiel. Ansonsten gibt es leider überhaupt gar keine, was ich ein bisschen schade finde. Aber gut, das hier ist jetzt so ein fliegender Händler. Den kann ich jetzt mal kurz ansprechen. Ich bin ein fliegender Händler, der die See befährt. Immer auf der Suche nach raren und einzigartigen Waren. Mir kam das Gerücht zu Ohren, dass es auf dieser Insel hier phänomenal Reichtümer geben soll. Und so bin ich aus weiter Ferne mit meinem Floß hierher gekommen. Aber Fehlanzeige, ich dachte wirklich, ich könnte hier eventuell gar eine Handelsgenie-Statuette finden. Aber da war wohl der Wunsch der Vater des Gedanken. Wo wir gerade dabei sind, in deiner Posttasche, da vermute ich ja auch so manche Raritäten und Klenode. Falls du also etwas leicht Ausgefallenes dabei hast, warum machen wir dann nicht ein kleines Tauschgeschäft? Wie du dir bestimmt denken kannst, habe ich in meinem prall gefüllten Rucksack nämlich auch so die eine oder andere Überraschung. Zeig mir doch mal was.
Ja, und jetzt braucht man ihn, also es ist eigentlich auch ganz egal, zu welchem fliegenden Händler man geht, am Anfang jedenfalls, zeigt man ihm einfach mal die Stadtblume. Hm, das ist ja eine Stadtblume. Dafür gebe ich dir eine Meeresblume. Und was sagst du? Lass uns tauschen. Ach ja, eine kleine Bearbeitungsgebühr muss ich allerdings auch verlangen. Naja, 20 Rubine, denke ich, sollte in diesem Fall durchaus reichen. Na dann, bezahlen. Besten Dank. Dann sind wir uns ja einig. Gut, dann gebe ich dir jetzt deinen Teil des Handels, also streck bitte deine Hand aus. Du hast eine Meeresblume erhalten. Sie verströmt den Duft des weiten Meeres und der exotischen Ferne. Hast du einen Platz gefunden, an dem sie sich gut machen würde? Wähle im Item-Menü die Posttasche aus, lege sie auf XYZ und versuch dein Glück. Wunderbar. Damit wäre unser Tauschgeschäft abgewickelt und gleichzeitig auch ein Handelsabkommen zwischen uns geschlossen. Und Kraft dieses Handelsabkommens werde ich von nun an meine Waren zu dem Stand in Portemonnaie liefern lassen. Keine Angst. Ich werde einen Postboten beauftragen. Die Waren sind also schon längst in Portemonnaie, wenn du das nächste Mal vorbeischaust. Immer wieder eine Freude. Ja, jetzt habe ich gerade die Stadtblume gegen eine Meeresblume getauscht. Und das geht jetzt halt immer so weiter. Das ist eine richtig lange Questreihe, wo ich ganz viel tauschen muss. Nur, es ist ein ziemlich kostspieliges kleines Abenteuer. Denn für jeden Gegenstand, den ich tausche, muss ich immer mehr Rubine bezahlen. Also jetzt habe ich gerade mal meinen allerersten Gegenstand getauscht, nämlich die Stadtblume gegen eine Meeresblume. Da habe ich 20 Rubine Gebühr bezahlt. Aber wenn ich dann die Meeresblume gegen einen anderen Gegenstand tausche, dann wird der Preis schon etwas höher sein. Und das wird später sogar im hundertstelligen... im Hunderterbereich von Rubinen sein. Ja? Also da werde ich dann ein paar hundert Rubine sogar blechen müssen für die besten Sachen. So, ich glaube, ich werde vielleicht sogar zur nächsten Insel fahren und da mal tauschen. So, am besten... Naja, Mutter- und Kindinsel ist jetzt ein bisschen doof, aber ich am besten zu Tingelsinseln und dann einfach nach Nordwesten fahren. Weil sonst lande ich ja im Inselinneren und da bringt mir das ja nichts. Okay, auf zur Mutter- und Kindinsel. Die habt ihr ja, glaube ich, sogar noch gar nicht von außen gesehen. So. Oh nee, schon wieder! Mann, die kotzen mich so an, diese Gyorks! Warum müssen die immer hier auftauchen? Vor allem, es taucht ja meistens nicht einer auf, es tauchen gleich mehrere auf. Und wartet mal, da ist ein Lichtstrahl. Dann brauche ich unbedingt jetzt mal die passende Schatzkarte dazu. Die Nummer 10. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, dann hole ich mir den Schatz auch, ist ja ganz klar. So, und auf die Gyorks wird jetzt geschissen. Da wird draufgekackt, ja, da wird aus dem Boot gekackt. Ich weiß, das ist eine eklige Vorstellung. Warum habe ich das überhaupt angesprochen? Ich weiß es nicht. Na, na, noch ein Stück. So, das reicht. Mal gucken, was ich hier bekomme. ...200 Rubine! Ist ja geil! Sehr schön. Na, das freut mich aber sehr. 200 Rubine mehr. Okay, jetzt geht's aber wirklich mal zur Mutter- und Kindinsel. Ja, wie gesagt, das Blöde an der Mutter- und Kindinsel ist, wenn ich mich da eben mit dem Kanon des Sturmes hin teleportiere, also hinwirbeln lasse, dann lande ich immer im Inselinneren und da komme ich auch nicht raus. Das war eigentlich nur dafür gedacht, dass man der Feenkönigin begegnet. Das heißt, wenn ich die Insel von außen erreichen will, dann muss ich am praktischsten mich zu Tingles Insel wirbeln und dann einfach von hier nach Nordwesten fahren. Anders geht's halt nicht.
meine, es wäre damals praktischer gewesen, wenn ich mich hierhin gewirbelt hätte und dann gleich zur Wunsch in der Bastion, aber es geht leider nicht. So, das haben die Entwickler halt leider so hingelegt, hingedreht, dass das nur so geht. So, aber gut. Trotz alledem finde ich auf der Mutter- und Kindinsel einen der drei fliegenden Händler. Ich meine, warum die fliegende Händler heißen, weiß ich nicht, weil Goronen können nicht fliegen. Das soll nur so ein komisches Pseudonym sein, vielleicht, dass die nicht erkannt werden und... Oh, da ist ja noch ein Lichtstrahl. Naja, wenn ich schon mal hier bin... Mal schauen, welche Schatzkarte ist das? Ah, Nummer 29. Hole ich mir den Schatz natürlich noch schnell. Ich meine, wenn schon, denn schon, ne? Und stopp! Na bitte, perfekt angehalten. Mal schauen, was ich hier bekomme. Dann wird immer gucken, ne? Kommt da was, kommt da nichts? Dann, oh! Wie Link immer, was Link immer für ein niedliches Gesicht macht, wenn der was ins Boot holt, ne? So, und noch einmal 200 Rubine, ja, ist denn das zu fassen? So, und genau hier ist der fliegende Händler. Dem werde ich jetzt die Meeresblume zeigen. Ja, und hier auf der Mutter- und Kindinsel haben wir sogar noch so einen vertrockneten tantopischen Baum. Um die werde ich mich irgendwann auch bald mal kümmern. So, der sieht ja auch so komisch aus mit seinem Hut. So, hier. Ja, du bist ein Gorone, du kannst es nicht von mir verbergen. So. Achso, ich finde das immer so blöd. Die muss man erstmal... nicht wegwerfen, bist du bescheuert. Die kann man sogar wegwerfen, die Sachen. Oh nein. So, ja, bin fliegender Händler. Eigentlich bin ich ein Gorone, aber ich will nicht erkannt werden. So. Komm. So, da muss man schon mal einmal anquatschen und dann kann man ihm das zeigen. Hm, das ist ja eine Meeresblume. Dafür gebe ich dir... eine Stadtblume. Was? Nein! Oh, scheiße. Ah, verdammt, ich bin falsch. Es ist nämlich so blöd, wenn man nicht beim Richtigen ist, dann gibt mir der quasi das, was ich vorhin hatte. Also wäre eigentlich der richtige fliegende Händler für mich jetzt der auf der Isla Bomba. Ja? Der würde dann einen neuen Gegenstand hergeben. Der gibt mir die Stadtblume wieder zurück. So, da muss man die Reihenfolge ein bisschen beachten, aber da habe ich eh eine spezielle Notiz dafür. Ich bin ja nicht blöd, ich bin ja nicht von gestern. Na gut, dann vergesst das mal wieder. Ich werde jetzt hier einen Tag-Nacht-Wechsel machen, weil mich das schon wieder ankotzt, dass hier schon wieder die Sonne untergeht. Ich mag das nicht, nein! Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part auf der Isla Bomba. Hier mache ich Schluss, ich werde mich offscreen dahin wirbeln und wir sehen uns, wie gesagt, dann dort auf der Isla Bomba, wo es den dritten fliegenden Händler gibt und der wird mir aber auf jeden Fall einen neuen Gegenstand zum Tausch anbieten. Ja, das will ich euch nur mal so kurz dann demonstrieren und den Rest werde ich erst etwas später im Spiel machen. Aber wir sehen uns, wie gesagt, dann im nächsten Part wieder, Freunde. Ciao!